Das ist der Silvan Köppel. Was für andere Schrott ist, das wächst in seinem Kopf und unter seinen geschickten Händen zu neuer Energie. Vor 9 Monaten hat ihm jemand 11 Tonnen Schrott geklaut. Ein gieriger Mensch. Das hat der sensible Künstler tief ins Herz getroffen. Der Silvan hat es verarbeitet. Die Gier. Ein Giraffe. Um das geht es schon bald. Ich habe ihn mit dem Musiker Andi Loser besucht und ihn ganz spontan befragt. Silvan, es geht um einen Giraffe und um Höhe, oder? Genau. Und eigentlich wollte ich einen Giraffe machen, der 16 Meter hoch ist. So hoch wie die Feuerwehrleiter, das ist so ein Oldtimer. Das ist ein Schweizer Fabrikat von 1938. Und da hat man jetzt einfach vorgeworfen. Es war zu wenig schön zum Behalten und zu schön zum Fortwerfen. Und ich dachte, ja, stell sie mal hier hin. Und das wäre die Dimension gewesen, aber sonst mir so viel Schrott geklaut, dass ich gerne so hoch hinbringen kann. Gierige Leute, gell? Ja, eben Gier. Gier ist halt eine Komponente für unsere Gesellschaft. Und du musst den Giraffe jetzt eben ein Giraffe. Genau, mit dir. Und das ist natürlich brutal, oder? Wenn du der Ausdruck vom Gesicht und alles. Und jetzt musst du auch noch grösser machen. Oder? Für mich war wieder eine Herausforderung von deiner Größe auf der, die wir in der Werkstatt hingekommen haben. Ja, ja. Der Werkstatt, der zeigen wir jetzt natürlich nicht, gell? Das wird natürlich eine Überraschung sein. Ja, ja, logisch. Aber weißt du, wie kommst jetzt du überhaupt auf so etwas, auf der Giraffe? Ist es wirklich wegen der Gier gewesen? Nein, aber ich. Also, geimpft bin ich natürlich vom Salvador Dali. Der hat in den 60er Jahren oder 50er Jahren die mal einen Giraffe angezündet. Also er hatte ja seine Giraffe mit den Schubladen drin. Genau. Und dann hat er mal Allergie gemacht, die brennt hat. Also, du kannst das Rad heute nicht mehr neu erfinden. Du kannst nur einzelne Komponenten oder Nuancen haben oder so. Und darum der Giraffe mit der Mie. Eben Gier, genau. Gier. Und Feuer ist ja. Feuer ist ja da, was man. Alles frisst. Ja, und Gier ist. Also, es gibt nichts gieriger als Feuer. Ja. Oder, und meine Arbeit ist ja auch nur mit Feuer. Eisen muss ich Löwig machen. Weißt, die Leute haben ja keinen Plan, was Feuer ist. Also, ich habe ja jeden Tag mit. Oder, weißt, brennst du ja jemanden mal, oder? Weißt du, wie ich meine? Oder? Ja, klar. Also Feuer ist für mich eine Art allgegenwärtig. Und was macht der Andi jetzt? Also warum ist der Andi auch noch da? Ja, der muss mich dann noch musikalisch begleiten, wenn es gut kommt. Du hättest nicht aufgefunden. Aha. Ja, ich würde natürlich Musik machen. Wir haben, Silvan und ich haben dort einmal, wo sein Civilization Tree Baum Zahlschritte bei Supplar haben wir eine Feuergeschichte gemacht. Da haben wir ein Klavier angezündet und musikalisch begleitet natürlich. Ja. Und dann haben wir immer gesehen, wenn wieder mal etwas Gutes kommt, dann machen wir wieder etwas miteinander. Hast du mehr Angst gehabt um den Baum? Nee. Oder mehr umeinander damals? In den Baum hatte ich keine Angst. Dann haben wir an einem Gestätchen angebunden, an einem Kran. Und dann, wo es fest brennt, haben wir ihn einfach weggerufen. Und dann hat die Feuerwehr gelöscht. Genau. Und eben so eine spezielle Performance soll es natürlich wieder geben mit dem Giraffe. Es gibt es auf jeden Fall. Ja. Es gibt es auf jeden Fall. Oder? Also es ist ja das Ziel, oder? Und weißt du, eben, ich habe jetzt 3 Möglichkeiten, wo mal schauen, was es jetzt gibt. Oder aber die verraten wir natürlich noch nicht. Nein, nein, das ist klar. Klar. Also, es gibt sicher etwas Spezielles. Es muss so, das sollte etwas geben, das ein bisschen über die Region ausschwebt. Oder? Und es muss relativ schnell gehen, gell? Du bist ja eigentlich mehr oder weniger dann im Winter wieder auf La Gomera. Ja, jetzt wegen dem, wenn man so mit dem Feuer umeinanderfackelt, dann muss ich nicht schon gehen, dann bleibt es ja warm. Oder? Ah, okay. Ja, du, Silvan, dann hast du schon länger Zeit, hä? Nein, für mich passiert es langsam ein bisschen, weißt du. Also, nein, das Projekt geht jetzt eben schon gleich eine rechte Weile, weißt du? Ja, das ist fast eine Jahresaufgabe, oder? Ja, also, ja da hast du du bist natürlich, gell, du bist Künstler, du hast unglaubliche Ideen, aber du hast es natürlich auch gelernt, gell, du bist Schlosser, das merkt man natürlich auch. Gell. Ja, ich bin gelernter Schlosser, Schlossermeister, aber ich bin schon 30 Jahre freischaffend in dieser Plastik. Wie kommst du auf die Idee? Du verwertest ja lauter Schrott, also, was es gibt, also du tust es nicht entfremden, sondern du verwertest es eigentlich so, wie es ist, oder? Ja, ich tue es schon noch weiter verarbeiten. Also es gibt schon verschiedene Kriterien, da können wir schon mal nachschauen. Dann müsste man halt oder entweder ist das Material spannend, dann kann ich in die Form gehen. Oder die Form ist extrem spannend und das Material nicht. Wie Gusseisenteile, dann kann ich es einfach Energie bauen. Oder beides ist interessant, Form und Material. Und dann kannst du die Form so steuern. Musst du jetzt mal schauen, also, zum Beispiel so etwas Banales. Jetzt den Hungrig anschaust, da ist der ultraschlanke Vogel da unten, oder? Jawohl. Der heisst hungrig, wenn er einfach so schlank ist. Und jetzt musst du halt ein bisschen näher kommen. Schrott ist ja ein totes Material. Und der reagiert auf jeden Windhauch und alles. Und der Schnabel ist aus einem Sensor.
Aber es gibt in der ganzen Schweiz gibt's nur rechte Sensen. Es gibt keine linke Sensen. Also dann musste ich den anderen Teil eine Sense kehren. Und darum, wenn du einen linken und einen rechten Teil findest, dann ist das auch schon etwas Wertvolles, weil dann kannst du symmetrisch einen Körper oder etwas machen. Aber meistens gibt es nur eine Geschichte, oder? Und wenn du jetzt einen Schrottteil findest, eben wenn du links und rechts Teile findest, dann ist das für mich schon wertvoller, als wenn ich nur einen Teil habe. Und daneben dann ist aus den Sensen der dreidimensionale Schnabel machen. Und der reagiert wirklich auf jedes Windhäuchli, oder? Die haben sich das Wetter an, weißt, um jedes Teil. Oder da ist schon noch spannend. Schau, da ist schon einer meiner Lieblinge. Da ist der Schredderflügel. Schau. Und die Leute fragen immer, ja, wie entsteht das? Da habe ich zuerst den Teil gefunden, den Kopf. Da war ein Töffli-Sattel, wo früher der Grossvater hatte, ein plastifizierter. Der Körper dahin war ein emaillierter Kaffeekrug. Und das Teil ist gerade schon so gefunden worden, wo aus dem Schredder rauskam. Weil heute wird alles nicht mehr lange behalten wie beim Tögel. Du kannst monatweise auf den Häufen schöne Sachen suchen. Heute wird es gerade vermahlen und weiterverarbeitet. Und darum Schredderflügel. Die war schon im Schredder drin. Der Körper ist ein Töffli-Tank, wo ich dann selber perforiert habe. Und dann hat eben also ein Eisenträger oder egal was, der kommt einfach so aus der Hacke raus und dann geht es in die Schmelze. Darum Schredderflügel. So, die Teile kommen so zum Schredder raus, zum Hacker. Oder? Und wenn du jetzt eben das Gesicht anschaust, dann sieht doch aus wie der Schrei vom Munch. Ja. Weißt du, mit den Tränenaugen. Mit wenn du jetzt von hier her schaust, also, weißt du, hat er nur eine hohe Aussage. Oder? Aber da kannst du nicht steuern. Da gibt es nur einmal und dann da mit der ganzen Fresse einrichten. Mhm. Oder? Der ist jetzt genau. Dort genau in der Schere gegangen, oder? Und das ist einfach eine einmalige Sache, da gibt es nur. Da könntest du jetzt nicht einmal sagen, ich mache es nochmal. Jede Arbeit hat eine eigene Geschichte und einen eigenen Werdegang. Und das ist schon wichtig, es ist schon jedes ein Unikat. Oder sobald du anfängst zu produzieren, dann ist es schon vorbei. Und weißt du, mit uns auch eine riesige Bereicherung, weil es wirklich etwas Spezielles ist. Also, das ist mir schon immer aufgefallen. Aber du hast es vorher gesagt, Lieblingssachen. Das erstaunt mir so ein bisschen. Also Lieblinge. Ja, das ist schon ganz gross, der Baum oder das Tipp und so. Ja, aber es die ist... Lieblingssachen sind die kleinen gewesen, vor allem. Nein, es ist jedes ist ein Liebling. Ja. Es hat ja noch nie ein Werk vorgegeben, das mich nicht gereut hat. Weißt, es ist noch nie passiert, dass ich dachte, zum Glück ist das eigentlich ein Werk, oder? Habe ich Platz für Neues. Und ich glaube, das ist etwas Existenzielles. Es muss ein bisschen wehtun. Ein Herzblut muss weggehen, oder? Und es ist auch wichtig. Und ich habe nur eins geredet. Ich würde jede Arbeit, die ich mir in den 30 Jahren vorgegeben habe, für das, was ich überkomme, wieder zurücknehmen. Also wenn ich zu einem Kunden und sage, Silvan, ich freue mich daran. Wenn ich könnte, ich würde jede Arbeit zurücknehmen. Also weißt du, es ist nicht so, dass ich denke, ja, wir müssen wieder zurückkaufen. Ja. Ja, aber weißt du, als ich aufgekommen bin, habe ich so ein bisschen gedacht, dass eben die verschiedenen Tiere so, also das lebt ja irgendwie in dir. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe dann zum anderen gesagt, Herrgott, lass mal, wenn das mal wirklich zum Leben kommt, dann geht es aber los. Nein, ich will es mal ehrlich sein, ja, du hast ja nie davon geträumt, dass ihm irgendetwas so richtig lebt. Nein, davon träumt ich mal den Chef von Menzimuck gefragt, was dass ich mal könnte so Viech machen könnte, wo sich ja, die eben gesteuert, aber die haben alle Kommunen. Ja. Musik hören haben noch etwas wenig. Ja. Nein, sie könnten, aber sie sind jetzt nicht. Aber Andi, jetzt mal ehrlich, wenn wir raufkommen und das anschauen, wenn wir die können bewegen, weißt, beleben, auch mit deiner Musik, das wäre schon, es ist schon phänomenal, gell? Das kann man sich vorstellen irgendwie. Es sind ja ein Haufen Viecher, die man kann bewegen kann. Genau, was ist jetzt das Ding, wie der Hungrig, wo irgendetwas noch sich bewegt oder so. Es bewegt sich. Du könntest natürlich einen ganzen Film machen aus diesen Viechern und aus diesen Figuren. Ja, du könntest im Prinzip, wenn du es animieren könntest du oben ja, Jurassic Park machen. Nein, könntest du einen Trickfilm mehr im Sinn machen. Ja, eben, meine ich. Dass du nicht jede Frequenz immer bist du nie angefragt worden, Silvan? Nein. Weißt du, der Giger ist ja nur von Chur. Der ist ja schon mehrfach. Ja. Du, Andi, der Rudi Jürgens hat mal gesagt, mein Bruder ist ein Maler und hat die höchste Bewunderung gehabt. Das ist jetzt dein Kollege, der macht ganz etwas anderes. Also, wie siehst du ihn? Ja, ich bewundere das. Wenn ich den Zeug anschaue, dann denke ich, zuerst wie kommt man auf die Idee und das Zweite ist, dass es dann noch so wirkt. Weißt? Das ist wie beim Maler auch, wo kann ein Bild kreieren, das ja nur ein Bild ist von der Wirklichkeit.
Und du hast gleich das Gefühl, es ist eine Wirklichkeit. Und da ist totes Material. Und der Silvan schweißt es so zusammen, dass es nachher wieder ein lebendiges Ding ist. Und das Fürchter von einem Ausdruck, wenn die fliegen, müsste man nicht begegnen. Weißt? Ja. Und, oder eben noch der neuen Saurier, der auf dem Auto hockt, dort zu weit nach unten. Oder? Genau. Das ist unglaublich. Für mich ist es einfach so, wie man aus totem Material so etwas Lebendiges hat. Er hat schon etwas Spezielles. Zwischen dir haben wir Rauschen gehört, das war die Luft. Also, vor allem von Fürchten geredet hast. Wo ist er, der Silvan? Ist er schon weg? Nein, schon da. Da, schau. Ein Wunder, du. Er ist ein wandelndes Buch da. In ihm leben diese Ideen. Also, ohne Zeichen, als ich denke, der Mammut dort oben, den du früher mit Höhe gefüttert hast, wenn der irgendwie könnte das zum Leben bringen. Da hat es schon jene Visionen gegeben, aber das Problem ist immer das Umsetzen. Oder mit dir wollte ich schon ein paar Sachen wieder zum Mammut machen, aus Bettflaschen. Ja, was auf Bettflaschen? Aus Bettflaschen, weißt du? Ja, genau. Auf Deutsch gesagt, ich müsste jetzt die braunere Wellenflasche haben. Und mit Höhenfutter tust du ja rum? Nein, es ist einfach viel zu aufwendig, oder? Ja. Und dann, also wie die Originalgröße hat und die imposant wäre, wie ein Mammut war. Ja, aber aus Bettflaschen. Dann ist die Spannung von der langen Standzeit, von dem Sondermüll, den wir produzieren jetzt in der heutigen Welt. Und der Mammut, der so viel, du weißt, es gibt dort schon wieder so viele Wortspiele und so viele gefühlsmäßige übereinanderlegende und Parallelen oder Gegensätze, dass es brutal spannend wäre. Aber das Problem ist das Realisieren von einer solchen Idee. Oder? Aber Andi, aber unglaublich viel Energie da oben, gell? Das spürt man. Es ist ein nur schöner Platz. Und eben so mit diesen Viechern, es ist wie so eine Welt, schau, da ist schon ein Modell, wo unwirklich ist. Wo ist er? Aha. Ja, eben, da bin ich eben gekommen und denke, da ist, weißt, nee, das ist eine Gottesanbeterin. Die wären auch hier, die würde ich noch 10-mal grösser bauen. 10-mal? Ja. Aber es ist einfach eben. Mir fehlt der Götti für ihn. Ja, eben. Oder ich muss mal denken, also ein Objekt wie der Civilization 3, das man vor bald 20 Jahren realisiert hat, ja. So eine Arbeit, da langen 100'000 Franken nie nachher. Ja, nein, das ist ja klar. Weißt, da brauchst du Kräne. Und dann brauchst du Kräne. Und dann meine Kollegen und alle meine Freunde, die mir geholfen haben, die haben ja fast gratis geschafft. Ja, oder wenn du jetzt da müsstest, konventionell rechnen. Also einen Baum kannst du nicht realisieren mit 250'000 Franken. Konventionell gerechnet. Und das ist das Problem, oder? Das ist ja gleich, wenn du kreativ etwas machen willst, das wirklich einfährt und einen gewissen Level hat, dann geht es einfach ohne Energie nicht, also sprich ohne Kohle. Oder wenn du willst, ein Lied aufnehmen oder willst deine Profimusiker willst ins Studio gehen, willst da aufgleisen, willst du einen Monat lang, zwei Monate lang daran arbeiten, dann sind mal zigtausend Franken einfach. Ja, und das kannst du erst machen, wenn du entweder das Geld hast oder jemanden hast, der an deine Fähigkeiten glaubt und da investiert. Und in der Hoffnung, es käme dann vielleicht wieder zurück oder was immer, oder? Auf jeden Fall ist es äußerst interessant, man könnte noch stundenlang reden und so weiter. Der Giraffe, wir haben die Katze extra nicht aus dem Sack gelassen, aber was denkst du denn? 2020, 2021, 2022? Nein, der Herbst. Okay, jetzt Andi, bist du bereit? Ja, dann müssen wir in dem Fall los, abtauchen.